Ab morgen ist der Dresdner Kultursommer um eine Attraktion reicher. Die ersten Zwinger-Festspiele von Regisseur Dieter Wedel. In historischer Kulisse wurde die Geschichte der Gräfin Kosel, der Mätresse des Königs, aufwendig und mit Staraufgebot inszeniert. Jeweils 1800 Zuschauer können sich täglich bis zum 21. August ihr Bild machen von den Protagonisten, allen voran Theresa Weißbach, die die Rolle der Kosel unbedingt wollte und sie auch bekam. Ich habe mich euch mit Leib und Seele ausgeliefert. Aber ich bin noch kein Konfekt, das man für den Augenblick genießt und dann vergisst. Diese Frau kennt ihren Wert. Und sie weiß, dass die Liebe ein seltsames Spiel ist und sogar ein gefährliches. Erst recht, wenn der Spielpartner ein Weiberheld ist und auch noch Sachsenkönig, August der Starke eben. Ein sächsischer Zweikampf als modernes Drama, aufgeführt vor barocker Kulisse im Dresdner Zwinger. Die 30-jährige Theresa Weißbach spielt Gräfin Kosel. Für sie ist es ein Heimspiel. Sachsen, da komme ich her. Ich bin sehr heimatverbunden. Ich fühle mich hier sehr wohl, wenn ich den Dialekt höre. Es ist alles vertraut. Sie ist in diesem Dialekt aufgewachsen, im Erzgebirge. Eine blonde Bäckerstochter, die schon mit 5 Jahren vor dem Spiegel stand. So lange, bis sie sich selbst zum Weinen gebracht hatte. Sie hat gelernt, Kuchen zu backen, aber nie daran gezweifelt, dass aus ihr etwas anderes werden könnte als eine Schauspielerin. Den Dialekt spricht sie nur noch privat. Der Dialekt, der wird ja oft so ins Lächerliche gezogen. Und wenn ich dann manchmal Dialekt spreche und so als blonde Frau, ist das schon nicht so einfach, weil dann ist man gleich so ein Dummchen. Aber ich stehe da total dazu, weil ich weiß, dass ich das nicht bin. Und das ist sie. Miriam, die sagenhafte, wunderbare, anbetungswürdige, unerreichbare Miriam. Und bis heute unvergessen. Eine Osttussi, die mit ihren himmelblauen Hotpants die bröckelnden Häuserfassaden überstrahlte und die düstere DDR in ein Elfenland verwandelte. So war sie in dem Film Sonnenallee zu sehen. So hat sie sich eingeprägt. Aber das war ja nicht alles. Sie war gerade 17 und Schauspielschülerin. Und nur Blondine zu sein, nicht ihr Berufsziel. Aus dem Teenager-Sternchen ist eine Schauspielerin geworden. Mit der Erfahrung, sehr jung schon ganz weit oben gewesen zu sein. Im Olymp des Theaters, am Burgtheater in Wien. Sie hatte nicht gewusst, wie voll es da oben ist. 2 Jahre spielte sie in Wien. Mit großen Regisseuren, aber in zu wenig Rollen. Austoben konnte sie sich nicht. Am Burgtheater sind 120 Schauspieler engagiert. Die wollen alle arbeiten. Und so viele Stücke kann es gar nicht geben. Und so viele Rollen können die Inszenierung gar nicht haben, wie da Menschen sind. Also ich will natürlich spielen, spielen, spielen. Und ich bin dann wie ein Pferdchen, was einfach wie ein junges Fohlen, was auf die Weide will. Theresa Weißbach hat auch schon in einem Tatort gespielt, aber öfter als in der Gegenwart ist sie in den Dramen vergangener Jahrhunderte unterwegs. Siehst du, Bösewicht? Ich bin ein Weib, aber ein rasendes Weib. Mag es einmal mit unzüchtigen Griffen meinen Leib zu betasten, dieser Stahl soll deine geile Brust mitten durchrennen. Ich glaube, dass ich das Glück habe, nicht so ein vielleicht alltägliches Gesicht zu haben. Oder anders gesagt, ich glaube, Jürgen Flimm hat das mal gesagt, dass ich ein altmodisches Gesicht habe. Sie sehen wunderschön aus, gnädige Frau. Nun also eine Frau aus dem 17. Jahrhundert, Gräfin Kosel. Auserkoren von Erfolgsregisseur Dieter Wedel, der mit Theresa Weißbach schon bei seinen Wormser-Festspielen zusammengearbeitet hat. Für das Dresdner Zwingerdrama hat er einige Szenen filmisch umgesetzt. Anna Konstantina, die spätere Gräfin Kosel auf dem Weg zu ihrem ersten Date mit dem König. Ungünstiger Zeitpunkt. Nicht ungünstiger als jeder andere. Sie hat etwas, was man nicht so ohne weiteres erklären kann. Das ist das, was man mit Leinwand und Bühnenpräsenz umschreibt. Es ist eine vollkommen andere Frau, wenn sie auf der Bühne steht, als wenn sie im Leben ist. Es ist eine angenehme, lustige, nette Frau, hübsche junge Frau,
Aber auf der Bühne kriegt sie nochmal einen Reiz und ein Geheimnis. Und woher das kommt, das wird sie selber auch nicht wissen. Ein Geheimnis zu sein ist allerdings auch ein verdammt harter Job. Denn sobald Theresa Weißbach auf die Bühne geht, begleitet sie die Frage der Zuschauer, warum nur war August der Starke so scharf auf die Kosel? Und für einen Theaterabend muss Theresa Weißbach in jedem Wort, in jeder Geste die Antwort darauf sein. Sie meinen, sehr vieles hier sei Heuchelei. Was sonst? Könige bekommen alles, was sie wollen. Nur nicht die Wahrheit. Ihr glaubt, ich sei so leicht zu täuschen. Wahrscheinlich wollen alle nur gefallen und fragen sich, was möchte er? Was will ein Mann, der alles haben kann? Und die hatte schon Angst, mal so ein Schicksal zu erleiden wie die anderen Mätressen. Und das wollte sie nicht. Und da hatte sie genügend Stärke und Persönlichkeit, um das durchzudrücken. Und, finde ich, auch genügend Liebe. Ja, 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 ein Ja von dieser Frau. Diese Frau wollte mehr als nur eine Mätresse des Königs sein. Welche Bedingung? Ein Eheversprechen. Schriftlich. Meine Krone lege ich dir zu Füßen. Von nun an darfst du dich Reichsgräfin von Kosel nennen. Der Preis am Ende ist Einsamkeit. 49 Jahre lang.